Herzlich willkommen beim Kodoma Podview, eine Mischung aus Podcast und Interview mit Luzi und den Stimmen hinter den kleinen Stars vom Kodoma Marionettentheater. Gute Unterhaltung. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Podview. Ja, ich bin's mal wieder, euer Luzi, und heute haben wir einen ganz besonderen Podview, denn heute haben wir keinen Synchronsprecher von Kodoma bei uns, sondern eines der Gründungsmitglieder und ehemaligen Kodoma-Mitgliedern, Gerda Strebin. Gerda ist 1956 geboren, kommt aus Duisburg und Gerda ist seit Anfang dabei gewesen. Gerda hat mit geholfen, Kodoma aufleben zu lassen. Auch die Farben Blau, Rot, Grün, die man im Kodoma-Emblem sieht, die sind ja nicht einfach so ausgewählt worden, sondern es waren oder es sind die Lieblingsfarben der drei Gründungsmitglieder. In dem Fall das DU in Rot. Rot ist die Lieblingsfarbe von Gerda. Also so hat sie sich auch irgendwie verewigt für Kodoma. Gerda hat jetzt so als Synchronsprecherin nicht mitgewirkt, aber im Projekt Das Burggespenst Nono, der Vorläufer von Das Gespenst mit der Krone, welches nie veröffentlicht wurde, da hat sie die Mutter von Caleb und Martin gespielt, wie auch im Hintergrund die Produktionsleitung übernommen. Des Weiteren hat sie für Hoppel und der Eierdieb während den Dreharbeiten mitgeholfen bei den Effekten. An der Geschichte für Hoppel und das Osterfarbenabenteuer hat sie mitgewirkt, dass die Geschichte mehr Hand und Fuß bekommt. Da war sie auch an der Geschichte mit beteiligt. Und zu guter Letzt war sie damals an der Miniserie beteiligt von Dragonina Esmeraldina als Marionettenspielerin. Und 2016 haben wir sie rausgeschmissen wegen zu viel Meinungsverschiedenheiten, zu viel dicke Luft, die zwischen uns herrschte. Ja, trotzdem hat sich Gerda heute bereit erklärt, bei diesem Podview mitzumachen und mal von sich hören zu lassen. Und da freuen wir uns dann riesig. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Erstmal, hallo Gerda, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Luzi. Wie geht's dir? Ja, bestens. Das freut mich zu hören. Natürlich können wir dich nicht alle 20 Fragen fragen, weil viele Fragen synchronsprecherspezifische sind. Aber wir gucken mal, wie wir das am besten machen können. Ach ja, bevor ich es vergesse, noch zur Info, du hast auch bei Live-Auftritten mitgewirkt. Du hast beim Aufbau der Bühnen mitgeholfen. Dann bei den Vorbereitungen für die Live-Auftritte, dass die Requisiten und alles zusammen war. Bei einigen Live-Auftritten, wo dann Ganta verhindert war und die Gans Gack, die Handpuppe, nicht übernommen konnte, bist du dann auch einige Male eingesprungen und hast die ganz Gack gesprochen. Das ist schon ein paar Jahre her, aber das wissen wir noch, als wenn es gestern gewesen wäre und tatsächlich war es vorgestern. Nein, Spaß. Jetzt erstmal zu Frage 1. Welche Rolle war bislang deine Lieblingsrolle und warum? Ich meine, da hast du ja nicht großartig viel Auswahl. Man spricht da einmal
von ganz Gack und von dir als Mutter von Caleb und Martin bei Das Burggespenst Nono, was nie veröffentlicht wurde. Frage ich mal so, was hatte dir mehr Spaß gemacht? Eher eine menschliche Rolle oder eine tierische Rolle? Eine menschliche Rolle. Und warum? Ja, life is life und wie soll ich das ausdrücken? Ich bin gern Mutter. Ja. Und kann gut sehen, wenn die Kinder harmonisch glücklich ihre Zukunft finden. Ja. Also das hat dir mehr Spaß gemacht. Ja. Muss man dazu sagen, auch noch, du bist tatsächlich die Frau von Gunther und auch gleichzeitig die Mutter von Sud und die Schwiegermutter von Mandy S. Also irgendwie Sippenwirtschaft, ne? Nächste Frage. Was sind charakterliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dir und deiner Lieblingsrolle? Ja gut, ich meine, die Mutter von Caleb und Martin, die hat damals mit ihrer Familie auf der Burg Otterstein gelebt. Du hast ja noch nie auf einer Burg gelebt, ne? Meine Vorfahren auf Burg, wie heißt die noch im Osten mit Elisabeth? Thüringen, ja. Wartburg? Wartburg. Okay. Aber du selber hast ja nie auf einer Burg gelebt. Nur Burgruinen gesichtet und inspiriert ja. Mich, dass das Leben doch ein großes Abenteuer ist, was gemeistert werden muss. Ja, aber sonst so große Unterschiede zwischen der Mutter von Caleb und Martin und dir persönlich gab es jetzt so groß nicht, ne? Nein. Nein, okay. Ich meine, ja, es ist unheimlich schwer, da nochmal das Thema aufzugreifen. Zum einen für uns ist es unheimlich lange her. Zum anderen für die Zuhörer, die kennen das Projekt nicht, weil es nicht veröffentlicht wird. Auch in der Zukunft wird das Projekt nicht veröffentlicht, sondern bleibt unter Verschluss, weil es einfach... Also von der Geschichte her ist es schön, von der Umsetzung ist es mit heutigen... Filmen von Keduma im Vergleich einfach nicht mehr herzeigbar. Ne? Aber ich muss dazu sagen, man hat vor, das Burggespenst Nono irgendwann nochmal in Zukunft neu zu verfilmen. In welcher Art jetzt und wie, das ist noch nicht bekannt, aber die Idee, die existiert auf jeden Fall. Wenn ich das noch überlebe, ich weiß ja auch nicht mehr, wie viele Jahre wir noch bleiben meines Lebens. Lassen wir uns überraschen. Nächste Frage. Was würdest du bei Keduma für ein Projekt machen wollen, wenn du für eine Woche Chef sein dürftest? Oder anders gefragt, mal angenommen, da käme jetzt der Sud auf dich und würde sagen, ja. Ganz für eine Woche kannst du machen, was du willst. Filmprojekt zum Beispiel oder musikalisches Projekt. Wie würde das bei dir aussehen? Ja, ich würde so Mel Brooks. Also schon irgendwas Lustiges. Etwas Lustiges mit Gesang, mit Verdichtungen, ja. Lyrischen. Und dann zukunftsweisend für Erwachsene, ja. Die dann als Kind neugierig werden. Wo dann öfter mal der kleine Sunshine oder die kleine Lucian ruft, anklopft und sagt, Papi, ist das nicht sauber so nicht? Also so in die Richtung auch so ein bisschen Oma Inge. Ja. Ja. Aber das wäre schon eher was für dich. Also so Projekte, so Horrorfilm oder so, da würdest du sagen, nee, lass mir in Ruhe, damit ich mache mir lieber was Lustiges, ja? Mehr für die witzige Muse. Ja. Ja, für die heitere Muse, ja. Besser gesagt. Ja. Für die heitere Muse. Ja, das ist noch schön.
wo man mal herzhaft lachen kann. Alles klar. Darf ich dich mal fragen, ja, ob du einen medizinischen Fisch kennst, wenn du krank bist? Ein Penisfisch? Ja. Ich weiß es nicht. Heilbutt. Also, ein Heilbutt, ja, der ist mir zu rechts. Sieg Heilbutt. Nächste Frage. Du hast jetzt weder Internet, noch Fernsehen, noch Computer, Laptop, Radio. Sonst irgendwas. Ja, Radio, das schon, das ist richtig. Aber damit kann man ja keine Filme gucken. Ganta hat ja die Möglichkeit, die Videos zu sehen und du guckst dann ab und an mit. Richtig. Ja, also du distanzierst dich privat nicht von Keduma, sondern du schaust auch nach deinem Rauswurf hin und wieder noch die aktuellen Projekte mit an. Rauswurf hört sich ja hart an, du musst ja damals ordentlich gerappelt haben. Ne? Ja. Von welchem Film oder welcher Serie bei Keduma würdest du dir eine Fortsetzung wünschen? Da gab's was. Du bist lustig, da gab's so einige Projekte. Da gab's ein ganz bestimmtes. Das war mit einer bösen Fee. Von Keduma? Von Keduma. Wo war denn da eine böse Fee? Mit einem Raben, so eine rote, grimmige Fee oder Hexe. Fing mit R an. Die Rabia? Rabia, ja. Aber die hatte nichts Rotes. Ja doch, die Kochschürze. Die Kochschürze. Das war doch die Figur mit diesen leuchtenden Augen. Ne, das ist die Walpurgia. Ja, die hat tatsächlich rote Haare, das stimmt, ja. Das war das Hexeninternat. Genau. Ja, und die hatte aber keinen Raben, sondern einen Hausdrachen. Den du damals in mir sahst, deswegen habt ihr mich rausgeschmissen. Kann man sehen, wie man möchte. Also, das Hexeninternat gibt es ja eine Fortsetzung aus die Maus im Hexenhaus. Ja. Und da soll es auch nochmal eine weitere Fortsetzung von geben, Johannas Reise auf dem Blocksberg. Das kenne ich gar nicht. Ja, das liegt daran, weil es noch nicht abgedreht wurde, aber es ist eines der zukünftigen Projekte. Also auch da wird die Geschichte tatsächlich fortgesetzt. Da könnte man eine Wolke als Wettergott erscheinen lassen. Da hatte der Gante doch mal so eine Plastikwolke mit einem Blitzgetöse. Also, immer wenn der Blitz erschien durch diese Dreieckswolke, ja, sprach Gott das erste Wort und das letzte Wort. Ja, das war beim gepaarten Bär, es war aber nicht aus Plastik, sondern aus Papp, genau, aus... Ja, aber das hatte sowas. Das war aus Pappe. Und später dann auch noch aus Folie. Ne, das gab's auch noch, ne? Da haben wir das dann in Einschweißfolie gepackt, damit wir nicht für jeden dritten, vierten Auftritt eine neue Pappfigur machen mussten. Aber es ist mir eine Ehre, dass ihr heute an mich denkt und ich will hoffen, dass in Zukunft harmonischer wird. Nächste Frage. Hast du eine Lieblingsfigur, unabhängig davon, ob du dieser Figur schon mal deine Stimme geliehen hast oder die schon mal gespielt hast oder auch nicht? Also generell gibt es eine Figur bei Keduma, wo du sagst, jo, das ist meine Lieblingsfigur. Oma Inge war sowieso spitze. Also Oma Inge findest du ganz, ganz cool. Ja, die hat so einen gewissen Kick. Ja. Welche Projekte findest du schöner? Projekte für Kinder oder Projekte für Jugendliche und Erwachsene und warum?
wie auch immer, weil ich bin der Meinung, wenn es so dargestellt wird, dass es Minderjährige genauso sehen können wie Ältere, lehrreich, zukunftsweisend, heiter, wobei auch mal etwas Mystik vorbeifahren kann, hineingefügt werden kann. Also du magst beides, sowohl das eine als auch das andere. Ja, wenn es nicht zu verkrampft rüberkommt. Ja. Sowohl bei einem Kinderstück als auch bei einem Erwachsenenstück. Ja. Ja. Was ist deine schönste Erinnerung an Keduma? Ich habe viel für euch Propaganda gemacht. Ja. Ja. Propaganda. Nein. Wollt ihr das totale Marionettentheater? Wie war das? Ab 19.45 Uhr wird zurückgespielt. Ah ja, du hast Propaganda für Keduma gemacht, ja. Ich, Werbung anders. Werbung klingt besser. Also das Schönste, an was du dich erinnern kannst, ist Werbung für Keduma gemacht zu haben. Ja, ich machte alle auf Keduma aufmerksam, dass sich das lohnt, auch für die Kinder, die Schule gerne schwänzen, mal auf den Trip zu kommen, dass Schule doch wichtig sei. Über diesen Weg und da wurden sehr viele aufmerksam und da vorne an der Straße, die gucken jeden Abend jeden Mal. Okay. Dann weiß ich wenigstens, wo die ganzen Aufrufe herkommen. Nächste Frage. Warum hast du dich damals dazu entschlossen, bei Keduma zwischendurch deine Freizeit zu opfern? Weil ich euch begeisternd begleiten wollte. Alles klar. Vervollständige bitte folgenden Satz mit einem Wort. Keduma ist für mich? Herzenssache. Okay. Dann die nächste Frage. Gibt es etwas, was du schon immer über Keduma wissen wolltest? Und wenn ja, was? Da gibt's nichts, was ich nicht weiß. Na stimmt, als Gründungsmitglied bist du ja von Anfang an dabei gewesen. Hm. Du hast ja auch die Zeit mit dem Fingerpuppen und dem Handpuppentheater mitgemacht. Das Marionettenmuseum im Feldhaus auf dem Speicher. Die Zeit hast du ja auch miterlebt. Ja. Ich habe so alles miterlebt, vom Anfang bis zum kribbeligsten Nervenkitzel, den man sich vorstellen könnte. Wenn du in die fiktiven Keduma-Länder Sultanien oder Euland reisen dürftest, um dort für 2 Wochen Urlaub zu machen, welche 3 Sachen würdest du mitnehmen? Lupe. Eine Lupe, ja. Was noch? Einen Faden. Einen Faden. Und einen Fingerhut. Und einen Fingerhut. Gut, die 3 Sachen würdest du mitnehmen. Was würdest du dann da heraus machen? Was jugendfreies? Jetzt überlegst du. Oder ich hätte auch sagen können, 2 Stricknadeln und 4 Wolle. Auf dass der Faden für Keduma in eine herzliche große Zukunft weiter fortgeführt. Boah, das ist aber poetisch. Also 2 Stricknadeln und ein Wollknäuel. Ja. Und dann könntest du mir einen Pullover stricken. Nein, dann würde ich so kecke Frisuren für deine Marionetten aufstricken. Dolle Handtasche, wo eine Uhr rausschaut. Du würdest dann für eine ganz alte Filmmaschine, wenn man an der Kurbel dreht, wobei dann an der Handtasche ein
altes Filmgerät wäre, die Kurve käme dann hoch und rum. Verstehe ich nicht. Nächster Kinofilm aus dem Jahre so und so. Mit Fortsetzung. Ah, du würdest dann für die Marionetten, für die anderen Marionetten, würdest Kleidung stricken oder was? Zusatz des Sus. Okay, ja. Na gut. Und wie nennt man die? Ja. So. Kann man so sagen. Was wolltest du schon immer mal deinen Fans bzw. den Kilimo-Fans sagen? Mischt und sagt, wie schön ist das? Der nächste Sketch kommt bestimmt. Und wenn es hier oder in Tupfingen ist. Schokolade schmeckt besser als Ärger. Ja gut, das ist so eine schöne Lebensweise. Ja, das war's dann auch schon. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, liebe Gerda, für deine Zeit. Bedanke mich auch nochmal für die Zeit, die du in Keduma damals investiert hast. Damals waren andere Zeiten, da möchte ich mich entschuldigen. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall danke für die ganzen Jahre, wo du selten im Vordergrund und sehr oft im Hintergrund, aber dennoch sehr, sehr viele Jahre bei Keduma mit dabei warst. Du warst von den frühen Anfängen dabei, vom Jahr, ich glaube, 2000. Da kann ich mich nicht mehr. Bevor es Keduma überhaupt gab. Mit den Vorläufern bis 2016, also in allem, von der Entwicklung vom Handpuppen zum Fingerpuppen zum Marionettenmuseum bis hin zu Europas kleinstem Marionettentheater, hast du diese bunte, verrückte Welt voller Figuren 16 Jahre mit begleitet und unterstützt. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön und mach das Beste aus der Zukunft, egal was auf dich zukommt. Und nochmal danke, dass du Zeit hattest, mit mir dieses Podview aufnehmen zu können. Ja, bitte. Ich habe mittlerweile im Leben viele Handicaps erleben müssen. Und wenn du mal eine steile Karriere macht und rüberkommt, dass es jedes Herz erreicht, wünsche ich den Betreibern Gottes Segen und Glück. Vielen Dank. Das werde ich dann den anderen Hyopoys dann auch so ausrichten. Ja, so hat Gerda nichts mehr mit Keduma zu tun, aber bleibt privat auf jeden Fall immer auf dem aktuellsten Stand, was Keduma angeht. Und damit verabschiede ich mich mit diesem ganz speziellen Podview mit einem der Gründungsmitglieder. Und war auf jeden Fall was ganz Besonderes, was ich jetzt auch so nicht gedacht hätte, dass es klappt. Umso mehr habe ich mich gefreut, als du zugesagt hattest. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund, spielt nicht so viel an euch rum und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.